Okay, Leute, weiter geht's beim Let's Play Terranigma. Yay! Ja, es gab jetzt 2 Tage nichts. Auf einen neuen Kontinent bringen, keine Frage. Ich bringe dich gerne ein, wo du willst. Ich fliege jetzt ein paar ins Paradies der Tiere, auch nach Safarium. Kommst du mit? Logo. Das Paradies der Tiere klingt interessant. Fliegst du mich? Natürlich, es geht gleich los. Halt dich fest. Ja, es gab 2 Tage nichts. Ich hatte leider am Wochenende relativ viel zu tun und unglücklicherweise hatte ich auch keine einzige Aufnahme mehr auf Reserve. Weswegen ich heute erst zum Aufnehmen und Hochladen komme. Ja. Aber so eine Hochzeit ist ja auch nicht alltäglich. Great Lake, glaube ich. Ja, wir sehen also, wir machen schon eine etwas größere Reise. Und übrigens kann ich euch berichten, falls ihr Langeweile habt oder ähnliches, der Level 4 macht gerade Illusion of Time. Also auch ein Spiel dieser Reihe hier. Die Sahara, ja, stimmt. Ein Spiel dieser Soul Blazer Reihe. Genau. Illusion of Time, Terranigma und Soul Blazer gehören zu einer Reihe. Und Level 4 macht gerade Illusion of Time. Heute hat der erste Part begonnen. Ja, vielleicht ist es ja für einen oder den anderen was. Was ist geschehen, Ark? Einst lebten unzählige Tiere hier. Es war wie im Paradies. Lonzo, das Nashorn. Kamensky, die Kröte. Und Leon, der Löwe. Leon war gerade Vater geworden. Was ist nur mit ihnen geschehen? Das Leben kann ganz schön hart sein. Wollen wir mal schauen. Was haben wir hier? 2 Shops nehme ich an. Oh, was ist das? Beseitigt Folgen eines Fluchs. Nö, erstmal nicht. Beim Magier? Nö, erstmal nicht. So, mal schauen. Hier ist nichts. Und hier ist vorerst nichts. Boom. Tierfels. Jedenfalls nicht wirklich viel zu sehen gerade, ne? Nö. Runter. Safarium. Da hinten können wir speichern. Brauchen wir aber jetzt erstmal nicht. So. Schauen wir uns also mal um. Vielleicht finden wir hier was. Jetzt kommt übrigens gleich ein Ort. Wo ich die Musik sehr cool finde. Savanne. Ist es hier schon? Ja. Genau. Finde ich recht schön hier. Wir haben immer noch den Granitspeer, glaube ich, ausgerüstet. Oh ja. Und mit diesem Ort hat es etwas ganz Besonderes auf sich. Ist hier unter jedem gestrüppten Gegner... Wow! Wow, du machst aber guten Damage. Part fängt an und ich habe irgendwie schon 30 HP verloren. Natürlich. Ist ja Logo. Ja, im letzten Part haben wir die Vögel befreit, beziehungsweise den Wind erweckt. Und so weiter und so fort. Und jetzt haben wir schon gehört, wir brauchen Tiere. So, da ist nichts. Zui, oder wie der Ort sich auch schimpft. Da unten ist eine Panzerkröte. Chamäleon oder so. Schauen wir uns erstmal um und verschaffen uns ein bisschen was an Sicht. Ja, ihr seht schon. Also diese Dinger da halten was mehr aus. Ich weiß auch gerade nicht, ob's... Ah, explodiert, ja. Na komm. Die Regenaltäre der Vergangenheit befinden sich in Sui. Ja, das war eine Seele, die wir befreit haben. Bei weitem nicht die letzte. Da werden noch ein paar kommen. Deswegen ist es auch so notwendig, dass wir die ganzen Tiere hier von ihrem Leid befreien. Ja, ich drück's mal so aus. Wow, wow, wow. Fuck, ich muss mich echt noch ein bisschen mit der Steuerung vertraut machen. Weil normalerweise ist es gar nicht so schwer. Das war knapp. So, ich könnte theoretisch da runter, glaube ich. Nö, kann ich nicht. Gut, da ist also gerade nichts. Merken wir, da sind so Regenaltäre. Wer weiß, ob die noch gut sind. Oh, da ist eine... Oh Gott, wie hieß die denn noch? Echsen? Weiß ich nicht mehr. Ja, jedenfalls sollten wir uns merken, dass wir eine Seele befreit haben. Und
Glaubt es mir einfach, wenn ich euch sage, das wird... Ja, genau. Das wird nicht die letzte sein. Zum Beispiel hier. Du musst einen Regenaltar finden. Okay. Komme ich hier vorbei? Nein. Ein Regenaltar. Okay. Das klingt simpel. Aber es bringt uns erst was, wenn wir mehr Seelen haben. Nämlich 4 Stück. Und ich glaube, wir müssen 3-mal... Wow, 4 finden. Oder ich täusche mich gerade extrem, aber ich glaube schon. Oh. Ja, genau. Ja, und ich brauche die Erfahrung nicht, die du mir hättest geben können. Absolut nicht. Nö, wofür auch. Ich fresse eine Wunderknolle. Federnanzug haben wir diesmal aber ausgerüstet. Also diesmal vergesse ich es nicht. Und hier eine Wunderknolle. Ja, komm. Ja, fast voll, das ist schon okay. Wo sind wir jetzt? Ja, ein Volltreffer von 5. Das ist schon hart. Komm, explodiere. Wie wir das von guten Kröten gewohnt sind. Da war leider nichts. Kommen wir hier runter? Ja, ich denke schon. Donnerkröte. Muss was? Niesen? Eine weitere Seele. An jedem der Regenaltare kontrollieren 4 Seelen das Wetter. Ja. Ach komm, Saffe. Genau, meinte ich doch. Hier können wir durchklettern. Und da oben möchte ich auch irgendwie hin. Ich weiß nur noch nicht wie. Ja, hier ist einer dieser Regenaltare. Ich kann ihn euch ja mal zeigen. So sieht's aus. Werden 4 Seelen befreit, beginnt es zu regnen. Arg, bitte rette unser Volk. Boom. Gut, eine Seele fehlt aber noch. Werden wir mal schauen, ob wir diese irgendwo auftreiben können. Warte mal, was hat das mit ihr auf sich? Ja, ich sollte sie vielleicht doch besiegen. Aber, nö, jetzt nicht. Wir suchen jetzt erstmal in Ruhe die nächste Seele. Ja, und diese Seelen sind geknüpft an Gegner, wie ihr schon herausgefunden habt. Und das ist einfach nicht zufällig bestimmt. Die sind vorher schon festgelegt. Nur ich bin mir halt gerade nicht sicher, welche das jeweils sind. Deswegen müssen wir suchen. So, dann schauen wir mal hier unten weiter. Genau, da unten ging es auch noch lang. So. Wie sieht's mit dir aus? Möchtest du eine Seele sein? Oder hast du eine Seele in dir? Wahrscheinlich hast du ja eine, aber eine, die wir brauchen. Ach, ich fände es echt okay, wenn du mehr Schaden machen würdest. Nö, du hast keine Seele. Ach, wo fliegst du hin? Ja, und ich möchte mich natürlich genau hier umsehen, weil, wie ihr wisst, es gibt häufiger neue Waffen. Und auch neue Rüstungen. Und ich bin ja nicht dafür bekannt, so sonderlich gut ausweichen zu können. Deswegen brauche ich diese Dinge. Ja. Puh. Knapp, knapp. Trap, trap. Oh, da wollte ich eigentlich jetzt nicht runter, aber egal. So, hier können wir hoch. Och komm. Dunkle Wolken. Oh komm. Wieso so viel Schaden? Das ist Quatsch. Ja, der Regen ist leider nicht der richtige. Und ich glaube, wir müssen da hoch. Oh, dumm, ey. Ja, bei sowas könnte ich mich schon wieder abfacken. Aber ich versuche es einfach mal zu lassen gerade. Ich denke mal, ich werde auch zwischen den einzelnen Aufnahmen zurück nach... Na, wie hieß der Ort? Ich habe vergessen, wie er hieß. Da, wo wir eben waren. Sanctum. Sanctum? Safarium, um dort zum Händler zu gehen und neue Knollen zu kaufen. Die sind nämlich schon wichtig. Ich wollte gerade sagen, what the? So, mal hier schauen. Super. War das schon mal falsch. Und ich hoffe, die Kackseelen sind noch da. So, du hast jedenfalls keine. Runter. Und da lang. Aber theoretisch müssten sie noch da sein. Ich glaube schon. Das ist...
Ja, die hatte ich eigentlich schon besiegt. Die brauche ich nicht nochmal besiegen. Hier oben waren wir noch nicht. What is wrong with you? Oh. Als Dämonen auftauchten, verödete das Land. Doch das Land wird größer. Doch das Land wird in größerer Pracht erblühen, als es früher der Fall war. In den Altaren der Eingeborenen wurde um Regen gefleht. Ja, das ist, Wunderknolle und Gegengift. Jetzt muss ich da echt... Oh Gott. Gut, ein Gegner fehlt uns aber noch. Ich weiß nur gerade nicht, wo. Den hatten wir auch schon. Da oben waren wir. Ja. Waren wir hier schon? Ich glaube nämlich nicht. Aber warum hebe ich die Dinger eigentlich hoch, wenn ich weiß, dass da so komischer Kack drunter ist? Ja, da war natürlich nichts drunter. Ich meine... Guck mal, ey. Das ist so lustig. Nein, ist es eigentlich nicht, aber was soll's. Cool, ich glaube, wenn es regnet, explodieren die nicht. Kann das sein? Ja, den hat man schon besiegt. Das ist Quatsch. Den brauche ich nicht nochmal besiegen. Ja, ich muss ein wenig suchen. Also ich weiß natürlich die ganzen Orte nicht auswendig, wo es die Seelen gibt. Aber eigentlich ist es so linear aufgebaut, dass man die schon leicht finden kann. So, hier war ja ganz eindeutig nichts. Gehen wir nochmal hier lang. Ach ja, was kann ich erzählen? Das Sonnenlicht bricht durch. Ja, das ist schön. So, hier oben ging es nicht weiter, oder? Moment. Beim letzten Mal? Doch, hier waren wir schon, glaube ich. Aber ich besiege sie einfach nochmal. Gibt ja auch noch Erfahrung. Ja, Sui ist eigentlich ein relativ schöner Ort. Aber er zieht sich. Ja. Das kann man wohl so sagen. Ja, da kommen wir noch nicht dran, wie wir sehen. Donnerkurte muss niesen. Ja, tschüss. Ja, das mit dem Niesen... Damit hat es auch was Besonderes auf sich. Aber das zeige ich euch, wenn es soweit ist. Ihr habt jedenfalls gesehen, was passiert, wenn sie uns anniest. So, der Altar war da drüben. Aber es fehlt nach wie vor eine Seele. Und ich glaube, den ganzen Part werde ich damit verbringen, nur diese eine letzte verkackte Seele zu finden. Wenn ich sie überhaupt finde. So, hier ging es. Waren wir hier schon? Ja, offenbar. Da offenbar auch. Da würde ich ja gerne hin. Nur da kommen wir ja nicht hin. Theoretisch. Nee. Wie? Also, was haben wir hier? Waren wir hier schon? Ich glaube ja. Es kommt mir auf jeden Fall vertraut vor. Oh, da war es ja. Schön. Du musst einen Regenaltar finden. Jawohl. Gut. Damit hätten wir die letzte Seele. Und das nach nur... einer Viertelstunde. Ja, aber es gehört dazu. Das wird bei weitem nicht das letzte Mal sein, dass wir... einige Sidequests in einer Mainquest machen müssen. Stärke um 2, cool. Abwehr um 3. Das ist sehr schön. Ja. Also das ist noch eines der, ich würde mal sagen, leichteren Teile. Wow. Da gibt es Dinge, die sind weitaus schwieriger. Und mit weitaus meine ich wirklich weitaus. Aber ihr werdet schon sehen, was ich meine. So, und dadurch, dass wir... Ach, ihr seht ja jetzt, was passiert. Warum soll ich euch spoilern? Das wäre Quatsch. So, hör auf uns. Wieso guckst du noch zu mir danach? Oh, dreh dich doch nicht um. Ja. Ich denke mal, dass es im nächsten Part auch schneller gehen wird mit den Altaren. Bin ich mir fast sicher.
Was? Ich fühle eine riesige Kraft. Schön, nicht wahr? Die Pflanzen sind auf den kargen Boden zurückgekehrt. Diese Farbenpracht ist faszinierend. Menschen erfreuen sich daran und Tiere leben davon. Tiere? Natürlich! Die Tiere können nicht zurück. Komma, weil es nicht genügend Gras gibt. Wenn mehr Pflanzen wachsen, kehren auch die Tiere zurück. Die Möwe sagte, ich solle hier das Nashorn Lonzo, die Schildkröte namens Kamensky und Leon den Löwen und König aller Tiere treffen. Okay. Werden wir tun, aber nicht in diesem Part. Nein, Leute, das machen wir erst beim nächsten Mal. Ich sage danke fürs Zugucken bei Let's Play Terranigma und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüssi!